Ja, mitten im Samsara ist es so, dass oftmals Dinge geschehen, die dann doch anders sind, als man das eigentlich so erwartet. Und dann gibt es dann auch oft Missverständnisse. Ob solche Missverständnisse jetzt zu einem großen Missbehagen und zu Unfrieden, inneren oder äußeren, führen oder nicht, das liegt an euch selbst. Das ist es. Denn das Reich Gottes ist der große Frieden, liegt in euch selbst. Zum Beispiel eben die Situation. Ihr wollt also Buddha werden, erwachen. Ich rufe, erst sterben. Ja, ich denke, der Thomas hätte es gerufen. Sagt er, erstmal auf mit einer Nikotin, so lass sie erstmal sterben. Und darum erfahre ich, dass du Hirsch ist. Das erinnert mich an die Begebenheit, das sind drei Angeklagte, nicht vor einem Richter. Aber der Richter schielt. Der Richter guckt jetzt den ersten an. Wie heißen Sie? Da sagt der zweite, Meier. Da sagt er dann zu dem zweiten, ich habe Sie doch gar nicht gefragt. Das sagt der dritte, ich habe auch gar nichts gesagt. Ja, so ist das. Ja, meine Lieben. Mitten im Leben den Weg des Erwachens, der Befreiung, der Weg zum Licht des Geistes zu gehen, das hat schon seine besonderen Probleme, was die Situation automatisch so mit sich bringt. Und wie eine Dame eben beim Dokusan zu mir kam und sagte, ja, das ist, ich arbeite dann da und dann zum Altersheim und dann ist dann natürlich sehr viel, ich muss viel organisieren und machen, dann ist das manchmal alles schon doch auch etwas viel und beschwerlich und belastend und dies und das und dann. Und dann auch das so konfrontiert sein mit dem Leid der Menschen, wie jetzt da sind alte Menschen und vielleicht auch mehr lang leben, krank sind. Und das sage ich ja, wichtig ist eben, dass man den mittleren Weg, manche Amiga, den Weg des Feuerlotus, eben mitten in den Anfechtungen der Welt lebt, realisiert, verwirklicht. Das ist das Entscheidende dabei. Ja. Man kann natürlich sich von der Welt zurückziehen, ganz auch, was in der Welt zu tun. Ja, das da reg ich mich zu viel auf oder was. Auf der anderen Seite aber ist eben der Samsara ein wunderbares Übungsfeld, durch das eben das Bewusstsein gekräftigt und gestellt wird und nicht gleich beim ersten Windhauch umfällt. Denn egal, auch wenn du dich so zurückziehst, es ist eine bekannte Tatsache, dass Menschen, die jahrelang in einem Kloster gelebt haben, und wenn die dann mit der zivilisierten Welt, also mit der Zivilisation, dem Leben in der Welt wieder in Kontakt kommen, in Berührung kommen und in der Welt leben, dann auf einmal äußerste Schwierigkeiten haben. Ja, viele wurden dann zu einem Fall für einen Psychiater. Ja. Also es ist wichtig, dass man eben dieses innere Sein von Körper, Atem und Geist, seine innere Mitte fühlt, überall und zu jeder Zeit. Du kannst auch dein wahres Selbst nicht fühlen, wenn du eine Oberflächenatmung hast. Da kannst du dein Selbst nicht wahrnehmen. Ja, dazu gehört natürlich auch, dass dein Atem vollkommen ruhig, fließend, klar und eine volle Atmung hast, die nicht vergiftet ist durch irgendwelche Gifte, Nikotin oder sonst was. Ja, oder wenn einer dann viel Alkohol trinkt, da ist es vollkommen unmöglich, sein das wahre Selbst zu erfahren, weil das dann große Behinderungen sind. Du drehst dich immer nur im Kreis, immer nur um dich selbst, ja. Und glaubst zwar, du gehst den geistigen Weg, aber es geschieht einfach nichts, ja. Hinzu kommt auch, dass eben, wenn man gewisse Gewohnheiten hat, Angewohnheiten hat, an denen man so haftet und
die einem dann doch auch Leid verursachen. Man weiß es auch selbst, dass sie Leid verursachen, dass sie Samstag spindend sind. Ja. Und dass man eben da gerade diese Behinderung in Angriff nimmt. Es hat keinen Sinn, dass du, wenn du einen Baum jetzt irgendwo entfernen willst, in einem Garten oder wo, dass du anfängst, nimmst du riesengroße Leiter hier so hoch und fängst an, die oberen Blättlein, ein Blättlein nach dem anderen, jetzt da abzuschneiden in so einem kleinen Körbchen runter und so weiter. Sondern du musst den Baum unten abschneiden, fertig ab, das ist das Problem gelöst. Ja. Und so ist eben das ein grundlegende, wesentliche Methode überhaupt im Buddhismus, dass eben ein Problem, welcher Art auch immer, an der Wurzel angegangen wird. Dass du direkt an die Wurzel gehst. Und das bedeutet, dass das Problem, an dem du am meisten hängst, wo du glaubst, ja, ich kann da dies und das und jenes, kann ich das, aber das, das ist ja, das gehört ja schon zu mir, so weiter. Genau da musst du durch, genau dieses Problem, egal was es auch ist, ja, gibt es ja tausenderlei verselbstständigte Gewohnheiten, Denkgewohnheiten, Verhaltensgewohnheiten und alles, ja, die dann dich in den Griff haben und von denen du dich befreien musst. Denn wie willst du dich vom ganzen Samsara, vom ganzen Kreislauf von Geburt und Tod befreien, wenn es dir nicht möglich ist, dich von einer oder wenigen Dingen, an denen du hängst, an denen du haftest, zu befreien. Das ist ja eben das. Und die Befreiung geschieht nicht dadurch, dass du jetzt dann meinst, du könntest jetzt mit deiner Willenskraft jetzt da der Sache Herr werden. Wesentlich ist Einsicht. So wie überhaupt der ganze buddhistische Weg beginnt eben mit rechter Einsicht. Der achtfache Pfad beginnt mit rechter Einsicht. Aus dieser rechten Einsicht erwächst dir die rechte Absicht. Und daraus das rechte Denken, das rechte Handeln. Das ist der Weg. Du musst erst die Einsicht haben, dass letzten Endes alles Illusion ist, alles ein Traum ist. Und mitten in diesem Traum sich dann noch an dies und das dann zu hängen, das ist entgegen dem universellen Gesetz der Verwirklichung von Wunschlosigkeit, von Freisein, von allen Konzepten. Der Mensch, wenn er Gott erkennen muss, er zu einem vergessen seiner selbst und aller Dinge, aller Konzepte, aller Angewohnheiten, von allem gelangen. Das ist das. Und je mehr dir das gelingt, du wirst sehen, wenn du da wirklich das angehst, dann wirst du sehen, dass auf einmal in dir eine innere Freiheit erwächst. Auf einmal fängst du an aufzublühen, wirst du auch lebendig. Du fühlst anders, du bewegst dich anders, du atmest anders. Wesentlich ist, dass du eben aus deinem Erleben, deinem ständigen Erleben der Gottesunmittelbarkeit, eben in dieser Geistesverfassung verweilst. Natürlich ist es ja wie bei den 10 Ochsenbildern, dass ja dann der Ochse immer wieder entweichen will. Der Ochse, das Symbol für das wahre Selbst, für dein wahres Wesen. Der Geist eben, der Geist, der hat ja seine Vorstellung, ja, es ist der Geist, eben ist ja eigentlich der eine Geist, ist die strahlende Wirklichkeit. Aber der individuelle Geist, der hat ja so seine ganzen Konzepte, dies und das und jenes. Und erst wenn diese ganzen Konzepte fallen, da ist es wieder wie die Welle für Oberfläche des Meeres, die sich in ihrer grenzenlosen Weite des Meerseins bewusst wird. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es eben der Ochse, der kämpft und der zieht dagegen und der will raus ins Gras,
Ja, der will Gras fressen, will die grüne Weide. Und, ja, aber du willst ihn ja doch jetzt dann heimbringen in seine Natur, in sein reines, seine reine Seinsheit, sein reines Sein. Und darum ist es so, dass es auf dem geistigen Weg halt ohne Kampf nicht geht, ohne inneren Kampf. Viele scheitern, beginnen sich mit Spiritualität, Zen oder was auch immer, Dzogchen Mahamudra auseinanderzusetzen und versagen dann, weil sie ihre Erwartungen diesbezüglich der Dauer des Erreichens ihres gesteckten Ziels zu hoch gesteckt haben und zu schnell dann zum Ziel gelangen wollten. Darum heißt es im Taoismus in den Worten von Lao Tse: Willst du wirklich an das Ziel gelangen, dann vergiss das Ziel. Vergiss das Ziel. Vom Ziel weggehen, um an das Ziel zu gelangen. Wenn du immer nur Erleuchtung, die große Befreiung im Kopf hast, dann ist dein Verstand ständig beschäftigt mit eben dieser Karotte, die jetzt da eben bei einem Esel vorne an seinem Kopf drangebunden ist, und er sieht immer die Karotte, rennt er hinterher und kann sie nicht erreichen. Sondern vergiss alles. Drum bitte ich Gott, dass ich Gottes ledig werde, sagt Meister Eckhart. Das ist eben das. Darum bitte ich Gott, dass ich Gottes ledig werde. Dann kannst du irgendwann und immer mehr und irgendwann wie Jesus am Kreuz ausrufen: Oh mein Gott, nicht warum, sondern darum hast du mich verlassen. Und dann strahlt das Licht des Geistes in deinem Herzen auf. Und du stehst im Glanz des göttlichen Lichtes. Absolutem Sein, grenzenlosen Erkennen deiner wahren Natur und absoluter Glückseligkeit.